Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Du siehst doch, dass die Kaffeemaschine mit DHL-Paketen zugebaut ist. Dass ich das noch erleben darf. Was? Dass hier mal die Post abgeht. Sie geht nicht ab, sie kommt an. Okay. Nur weil ich 24 Stunden geöffnet habe, denkt jeder Sepp, Depp und Heckenpenner, dass ich jetzt hier die ganzen Black-Friday-Pakete annehmen kann. Nachbarschaft bedeutet nun mal, dass der Nachbar schafft. Stefan, von dir nehme ich ja gerne was an. Ach ja? Und zwar, dass du deinen Kaffee heute mal aus 3 Metern Entfernung trinken möchtest. Einmal die 4 und sind meine 3 Pakete schon da? Die habe ich doch hierher liefern lassen, weil ich doch jeden Tag... Momentchen mal bitte. Stefan, nimmst du denn auch Sachen für deine Nachbarn an? Gerade gestern Strauß Blumen von Fleurop. Da hat sich dein Nachbar aber gefreut. Der nicht, aber meine Mutter... Gute Idee. Also sollte der Nachbar ein Paket unterschlagen, ist der Händler verpflichtet, den Kaufpreis zu erstatten. Dieser ist dafür verantwortlich, dass man seine Ware erhält. Anke, ich muss dir ja trotzdem sympathisch sein. Wegen dem guten Tipp gerade? Nee, aber bei deinen Benzinpreisen bin ich doch geliefert. Nach 239 Euro sammeln Sie UPS-Punkte, haben Sie eine DHL-Card oder sind Sie im Hermes House Band Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke in der FFH Morning Show mit Daniel und Julia.